Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Wir reisen ins Jahr 1908 zurück und schauen jetzt in diesem Video die erste Partie des WM-Kampfs zwischen Emanuel Lasker und Siegbert Tarrasch an. Lasker war der zweite Weltmeister der Schachgeschichte. Er hatte den Titel gewonnen gegen Wilhelm Steinitz im Jahr 1896, 94 natürlich. Verteidigte den Titel 2 Jahre später, 1896, gegen den gleichen Gegner und 1907 gegen Frank James Marshall. Die erste Partie dieses WM-Kampfs von 1907 habe ich vor einigen Wochen hier auf dem Kanal gezeigt. Und heute, wie gesagt, 1908, die dritte Titelverteidigung, erste Partie gegen Siegbert Tarrasch. Die WM fand in Deutschland statt, in Düsseldorf und München. Angesetzt waren 8 Gewinnpartien. Lasker verteidigte letztendlich seinen Titel souverän mit 10,5 zu 5,5. Und schauen wir uns mal an jetzt, was in der ersten Partie passiert ist. Lasker beginnt mit Weiß. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, die spanische Partie. Ich habe hier auf diesem Kanal schon sehr viele Partien zur spanischen Partie gezeigt. A6, der Hauptzug greift den Läufer an. Der Hauptzug ist jetzt mit dem Läufer zurückzugehen nach A4, aber Lasker nimmt hier raus auf C6, das ist die Abtauschvariante. D mal C6. Hier spielt man heutzutage fast immer Rochade. Man kann aber auch sofort D4 machen, was Lasker hier getan hat. Greift den Bauern E5 an. Um keine Zeit zu verlieren, sollte Schwarz sofort schlagen auf D4. Und jetzt haben wir dieses Endspiel nach Dame Schlicht D4, Dame D4, Springer D4. Schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt sind die Damen vom Brett. Das ist aber genau das, was Lasker haben wollte. Klassisch betrachtet ist das eine Stellung, in der Weiß versucht, auf lange Sicht mit seiner Bauernmehrheit am Königsflügel auf Gewinn zu spielen, um einen Freibauern, indem er einen Freibauern erschafft und diesen Freibauern dann später zur Dame umwandelt. Dieser Plan ist aber allerdings in der Praxis nicht so leicht umzusetzen, denn Schwarz verfügt hier über ein sehr starkes Läuferpaar. Und wenn er dieses Läuferpaar zur Geltung bringt, dann hat er auf jeden Fall sehr, sehr gutes Spiel. Tarrasch setzte mit C5 fort, vertreibt den Springer aus dem Zentrum, der muss zurück. Jetzt entwickelt Schwarz einen der Läufer und plant die lange Rochade. Hier spielt man heutzutage meistens Springer BC3, lange Rochade, Läufer E3 und setzt dann letztendlich seine Entwicklung fort. Lasker spielt dabei im neunten Zug B3 und möchte den Läufer nach B2 entwickeln. Ist etwas langsam und wenn Schwarz hier, der statisch einen leichten Nachteil hat, sofort dynamisch reagiert hätte, hier mit F5, dann hätte er sehr gutes Gegenspiel gehabt. Einfach, wenn man das Läuferpaar hat, dann ist eine der Grundideen, die Stellung zu öffnen und das gelingt hier mit dem Zug F5. Stattdessen spielte Tarrasch Läufer C6, greift den Bauern an, den deckt Weiß mit F3, Läufer E7, Läufer B2. Auch hier, statt Läufer E7, wäre Springer E7 deutlich besser mit der Idee F5, um mit F5 die Stellung zu öffnen. Stattdessen Läufer E7, Läufer B2 und Schwarz gibt freiwillig sein Läuferpaar ab, indem er jetzt Läufer F6 spielt. Er tauscht die Läufer, wodurch er einen der wenigen Trümpfe, die er hat, hier in dieser Stellung aus der Hand gibt. Die Stellung ist allerdings weiterhin sehr solide und in der Remisbreite. Weiß entwickelt den Springer nach D2, lange Rochade, lange Rochade. So, wir werden sehen, die Partie plätschert jetzt so ein bisschen dahin. Ich werde jetzt nicht jeden Zug hier ausführlich kommentieren. Schwarz unternimmt nichts Dynamisches, um seinen kleinen statischen Nachteil auszugleichen und tauscht nach und nach die Figuren ab. Oder zwei Figuren, wie wir sehen werden. Und Lasker hat absolut nichts dagegen, hier Figuren zu tauschen. Warum, das werden wir sehen. So, es geht weiter mit Turm D7, Springer F4, Turm E8, Springer C4, B6, A4, A5,
Wie gesagt, ich kommentiere jetzt nicht jeden Zug, Turm D7, Springer D7. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jeden Zug vielleicht nenne. Ich muss mir das angewöhnen. Turm D1, weil wir haben auch Zuhörer, die nicht mehr so gut sehen und Partien online nachspielen. Und für die muss man die Züge auch wirklich laut oder deutlich nennen. Weil wenn ich die Züge einfach nur nachspielen würde, ohne was zu sagen, dann könnten die die Partie nicht mehr so gut nachvollziehen. Natürlich sind das nicht so viele, aber ich versuche wirklich so gut es geht, ja, alle zufriedenzustellen. So, 19. Turm D1, Springer E5, Springer schlägt E5, Turm schlägt E5. Und wir sehen, das ist jetzt hier eine ganz wichtige Stellung. Es sind jeweils nur noch zwei Figuren auf dem Brett und der König. Nach gerade mal 20 Zügen. Schwarz hat etwas leichtfertig alle Figuren getauscht. Bei bester Verteidigung wird er das noch halten können. Aber es ist unangenehm. Hier, der nächste Zug ist lehrreich und wichtig. Weiß spielt hier C4 und schließt die Stellung am Damenflügel, sodass Schwarz dort mit seiner Bauernmasse, diese 4 gegen 3 Bauern, wobei ein Doppelbauer dabei ist, nicht so richtig zur Geltung bringen kann, während Weiß jetzt den Plan hat, seine Bauernmehrheit am Königsflügel gewinnbringend einzusetzen oder zumindest so einzusetzen, dass er dort einen Freibauern kreieren kann. Nach C4 ging es weiter mit Turm E8. So, Springer H5 greift den Bauern auf G7 an. Den deckt Tarasch mit Turm G8. Turm D3. So, stellt den Turm nach D3 und möchte jetzt mit König D2, nebst König E3, den König aktivieren. Denn ganz wichtig im Endspiel, nach F6, König D2, Läufer E8 greift den Springer an, der geht zurück nach G3, Läufer D7, König E3. Es ist ganz wichtig, den König im Endspiel zu aktivieren, denn während der König zu Beginn einer Partie und im Mittelspiel, wenn viele Figuren auf dem Brett stehen, eher geschützt werden muss, mutiert er im Endspiel zu einer extrem starken Figur und wir müssen ihn aktivieren. Wann haben wir ein Endspiel? Sobald im Prinzip die Damen das Brett verlassen haben. Dann sinkt die Gefahr für den König rapide und man kann den König aktiv einsetzen. Das hängt natürlich auch immer wieder von der konkreten Stellung ab, aber hier sind ganz wenig Figuren auf dem Brett und der König ist eine sehr starke Figur. Ich plane übrigens auch ein Video über goldene Endspielregeln und eine davon wird sich darum drehen, wie man mit dem König im Endspiel umgeht. Nach König E3 ging es weiter mit Turm E8. Das fesselt den Bauern auf E4. Springer H5 wieder, greift den Bauern an auf G7, Turm E7, G4. So, peu à peu setzt Weiß seinen Bauern in Gang am Königsflügel. C6, H4, König C7. Und hier wäre es gut gewesen, einen kleinen prophylaktischen Zug erstmal einzuschieben, nämlich König F4, um aus dieser Fesselung rauszugehen auf der E-Linie. Und danach sich um das weitere Vorschieben der Bauern am Königsflügel zu kümmern. Das tat Lasker nicht. Er zog sofort G5, minimal ungeduldig, greift den Bauern F6 an, aber Schwarz hat hier die Möglichkeit, mit F5 einen der Bauern auf E4 zu tauschen. Springer G3 zurück, jetzt schlägt Tarasch auf E4, Springer schlägt E4, Läufer F5, greift den Springer an, H5. Wahrscheinlich dachte sich Lasker hier, und das sieht aus menschlicher Sicht auch völlig in Ordnung aus, er hat hier immer noch einen Bauern mehr am Königsflügel und tja, er wird ihn schon durchsetzen. Aber hier hätte Tarasch mit Läufer schlägt E4 tatsächlich in ein Bauernendspiel überleiten können. Nimm mit dem Bauern auf E4 und jetzt Turm D7. Weiß hat keine Wahl, er muss den Turm schlagen auf D7, weil der Turm ansonsten über D1, also wenn Weiß den Turm nach C3 ziehen würde, dann würde Schwarz mit dem Turm auf D1 sehr aktiv werden. Also sagen wir mal, tauschen auf D7, König nach vorne nach F4 und tatsächlich ist dieses Bauernendspiel einfach Remis, weil nach König E6 kommt der weiße König nicht in die schwarze Stellung rein. Das sieht ein bisschen seltsam aus, dass das nicht geht, aber nach E5 zum Beispiel spielt Schwarz einfach G6, HG6, HG6 und nach König E4, König F7 sehen wir, der weiße König kann nirgendwo ins schwarze Lager rein und es ist halt Remis, ne? Die Könige ziehen hin und her und keiner kommt weiter. Gehen wir zurück zur Stellung nach H5 von Weiß. Es folgte Turm D7,
Schwarz bietet den Turmtausch an, so hier erkannte Lasker, dass er den Turm eher nicht tauschen sollte und ging nach C3. Turm D1, so, zumindest hat Tarasch den Turm aktiviert. Der steht jetzt auf D1 besser als auf E7 vorher. Wobei, ja, da griff er wenigstens den Springer an. Hier steht er auf der Grundreihe des Weißen, kann auf jeden Fall viele Felder bestreiten. So, Weiß geht mit dem König nach vorne, greift den Läufer an, König F4. Und hier hatte Schwarz immer noch die Möglichkeit, den Läufer zu tauschen auf E4 und dann mit König D6 den schwarzen König zu aktivieren oder seinen König. Und hier reicht die Aktivität auf jeden Fall aus, um die Stellung im Gleichgewicht zu halten. Gehen wir zurück nach König F4. Es kam stattdessen Läufer D7. Und das ist mehr oder weniger ein Verlustzug, denn jetzt aktiviert Weiß auch noch den Turm mit Turm E3 und hat jetzt nur noch aktive Figuren im Zentrum und kann seine Bauernmehrheit am Königsflügel wunderbar zur Geltung bringen. Schwarz griff jetzt mit Turm A1 den Bauern H5 an. Springer G3 deckt den Bauern, greift den Turm auf H1 an und es droht Turm E7. Turm A4 Schach, König E5, Turm H3, F4. So, es wird langsam brenzlig für Schwarz, wahrscheinlich schon zu spät, die Bauern sind nicht mehr aufzuhalten. König D8, F5, Turm A4, F6. Lasker lässt einfach seinen F-Bauern laufen, ne, und möchte einen Freibauern bilden. So, Schwarz muss nehmen auf F6, König F6. Und wir sehen hier einen unglaublich aktiven König auf F6. Das ist im Prinzip die zentrale Figur bei Weiß, die den Sieg letztendlich bescheren wird. Läufer E8, Springer F5, greift den Turm an auf H4. Die weißen Figuren stehen einfach prächtig. So, warum funktioniert hier nicht Turm schlicht H5? Das ist eine kleine Kombination. Es folgt nämlich auf Turm schlicht H5, Turm schlicht E8 Schach, König schlicht E8, Springer G7 Schach. Und der Turm auf F5 geht verloren. Turm F4 stattdessen fesselt den Springer auf F5, aber das ist wurscht. G6, Weiß schafft sich ein Freibauern auf der G-Linie. Es wird einmal getauscht auf G6 und dann kommt Turm G4. Turm schlicht E8, ein sehr schöner Zug. Lasker hatte hier sehr gut berechnet, dass er die Qualität opfern kann. Denn der schwarze Turm ist hilflos, um den G-Bauern aufzuhalten. König schlicht E8, G7. Der schwarze König ist abgetrennt. König D7. Und jetzt der nächste schöne Zug, Springer H4. Die Idee ist, den Springer nach G6 zu stellen, um den Turm zu blockieren. Deswegen muss Schwarz jetzt hier den Turm opfern auf G7, um den Bauern aufzuhalten. Turm schlicht H4 folgt natürlich G8, Dame. Und die Dame ist dem Turm überlegen natürlich, haushoch. Also, Schwarz musste seinen Turm opfern auf G7, König schlicht G7, König E6. So, Tarasch hätte auch aufgeben können, gut, ein Springer weniger. Aber er hoffte noch, weil sein König etwas näher zum Zentrum steht, zu den weißen Bauern laufen zu können. Aber ich vermute, Lasker hatte das alles wunderbar berechnet. Er ging mit dem Springer nach F3, verhindert, dass König E5 kommt, König F5 und jetzt sehr stark von Lasker. Er läuft einfach mit seinem König rüber zu den Damenflügelbauern. König F7, König E4, König E6. Sehr stark. Wenn Schwarz jetzt hier den Springer nehmen würde auf F3, dann würde Weiß einfach zu den Bauern am Damenflügel laufen und wäre viel, viel schneller und würde als erster die gegnerischen Bauern abräumen. Stattdessen kam König D3, König D6, König C3 und jetzt schlägt Weiß als erster zu auf C6, König schlägt B3. Und jetzt der schöne Schlusszug, König B5, deckt die beiden Bauern auf A4 und C4 und Weiß hat immer noch den Springer und wird dann peu à peu alle schwarzen Bauern wegpflücken. Hier gab Tarasch auf. Ja, wie ich finde, eine schöne Partie von Lasker, ein ziemlich souveräner Sieg, wie man ihn heute auch häufig sieht, wenn zwei Spieler gegeneinander spielen, wo der eine nominell deutlich besser ist und mit der überlegenen Technik die Partie in aller Ruhe mit so einer feinen technischen Art gewinnt. Das war jetzt hier kein Budenzauber, das war kein taktisches Gemetzel, das war einfach feines technisches Schach mit einer Eröffnungsvariante, wo von Beginn an im Prinzip die Bauernstrukturen das Geschehen diktieren. Mit der Bauernmehrheit am Königsflügel, Weiß versucht, dort einen Freibauern zu bilden. Hier in diesem Fall ist es ihm gelungen. Solche
dieses klassische Vorbild hat man immer wieder gesehen in der spanischen Partie, zum Beispiel in der Abtauschvariante oder in der Berliner Verteidigung. Hat man das auch häufig gesehen in der Praxis, dass Weiß es geschafft hat, diesen Mehrbauern auf der Königsflügelseite zu verwerten. Man hat aber auch sehr viele Partien gesehen, wo Schwarz mit seiner Bauernmasse am Damenflügel erfolgreich war. Also nicht so, es ist keine Einbahnstraße hier. Die Stellung ist im Prinzip ausgeglichen in der Abtauschvariante, aber häufig geht es darum, wer hat das bessere Verständnis, was die Stellung betrifft. Ich habe euch im Prinzip auch so eine kleine Variante geliefert, wie ihr die spanische Partie spielen könnt, wenn Schwarz den Hauptzug A6 spielt. Ihr könnt diese Abtauschvariante probieren und dann mit diesem Plan erfolgreich zu sein. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Am besten mit einem Klick auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, sobald ein neues Video erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen.